Dragonhill, ja, seid herzlich gegrüßt zu meinem neuen Reaction-Video. Ich hatte das schon auf meiner Liste stehen, bloß noch keine Zeit gefunden, möchte das jetzt einfach nachholen und sag auch ganz einfach, lass uns gleich loslegen. Man sieht schon, um was es geht, Verhandlung und meine Meinung vom Drachenlord. Und schauen wir uns das doch einfach mal an, was er zu sagen hat, und dann können wir darauf ja reagieren. Leute, servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Wir haben jetzt... Wir haben jetzt gerade 8.26 Uhr, ich bin jetzt seit einer Stunde wach. Ich bin um 7 Uhr was aufgestanden, weil ich, nachdem ich gestern nach Hause gekommen bin, mich erstmal hingelegt habe, weil ich ja den ganzen Tag nicht geschlafen hatte. Also ich habe mich um 11 Uhr, ich bin um 11 Uhr aufgestanden, also vorgestern, und bin dann wach geblieben bis gestern Abend um 9 Uhr. Und dann habe ich geschlafen bis um 7 Uhr. Und seitdem bin ich jetzt wach. So, momentan gibt es natürlich wieder sehr, sehr viele Leute, die wieder sehr viele Gerüchte über mich verbreiten, ne? Nervenzusammenbruch und was weiß ich alles. Wohl kaum. Das Urteil, ich werde nicht viel erzählen, ich werde nur dazu sagen, das Urteil hat mich nicht wirklich überrascht, wenn ich ehrlich bin. Es ist ungerecht, meiner Meinung nach, weil ich mich verteidige, nichts anderes. Es ist nicht so, dass ich durch die Gegend laufe und den Leuten aufs Maul hau. Es ist auch nicht so, dass ich eine Selbstgefährdung... Also für das erste Eindruck, also er nimmt es da schon mal sehr gelassen auf, dass er eigentlich für 2 Jahre verurteilt worden ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich wüsste, ich müsste jetzt 2 Jahre lang ins Gefängnis, 2 Jahre, wo ich nicht frei bin, gerade wo ich so ein freiheitsliebender Mensch bin, das würde mich sehr, sehr stark belasten und würde mich auch entsprechend runterziehen. Ich denke, Drachenlord ist schon so weit abgestumpft durch die ganzen Jahre, die er belästigt worden ist, dass er das schon gar nicht mehr so richtig, aus meiner Sicht vielleicht schon gar nicht mehr so richtig wahrnimmt und sich damit irgendwo auch abgefunden hat. Also ich möchte das, was ich so mitbekommen habe und gehört habe, beziehungsweise gesehen habe, möchte ich wirklich nicht mit ihm tauschen, sage ich ganz ehrlich. Also, aber wir hören mal weiter, was er noch so zu sagen hat. Rechtfertigung oder sowas mache, so wie diese beiden Herrschaften, die dann da Medizin studieren. Das waren ja die größten Witzfiguren in dem Ganzen. Ich weiß nicht genau, wie das ganze Verfahren jetzt übertragen wurde oder ob da was übertragen wurde oder wie das wiedergegeben wurde oder keine Ahnung. Ich lese keine Zeitung, ich schaue keinen Fernsehen, ich kriege das also alles nicht mit. Ich habe natürlich ein paar Bilder bekommen, die mir permanent Leute irgendwie über möglichst viele verschiedene Webseiten geschickt haben. Ich habe mir das Verfahren an sich nicht angeschaut, ich war ja dabei, aber da waren halt 2 Medizinstudenten, die unter anderem wegen Beleidigung und so weiter hier und wegen einer Sache, wo ich die weggeschubst habe, was ich. Das waren ja die letzten Witzfiguren, die beiden. Also ich finde das, sorry, ich muss jetzt ein bisschen lachen, aber ich finde es krass, wenn man mal bedenkt, ne? Also das sind Medizinstudenten und ich dachte eigentlich, dass Studenten allgemein ein gewisses geistiges Level haben. Und gerade bei Medizinstudenten, da würde ich eigentlich voraussetzen, dass gerade diese Personen nicht so einen Scheiß machen, hinfahren und jemanden belästigen. Weil letztlich gesehen haben ja die Hater sehr stark in den letzten Jahren den Drachenlord belästigt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also von mir, von meiner Person hat der Drachenlord vollen Respekt, dass er überhaupt so lange durchgehalten hat. Ich sag ganz ehrlich, und ich glaube, dass es, ich weiß jetzt nicht, wie euch das geht, aber wenn jetzt bei mir so ständig dieser Druck oder ständig Leute vor der Tür wären, klingeln würden, Sachen schmeißen würden, ja, im Prinzip mich bedrohen würden, etc., ich denke, ich würde ziemlich schnell aus der Haut fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und gut, ich bin jetzt vielleicht nicht ganz so breit gebaut wie er, also ich finde, er sieht jetzt hier sehr breit gebaut aus, das heißt, wenn er zuhaut, klar, wächst vielleicht kein Kraut mehr, aber
da muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt hingehe, jemanden belästige, so massiv, muss ich eigentlich auch mit einer Reaktion rechnen. Was ich eigentlich ein bisschen geistig, ich weiß nicht, wie man es jetzt nett ausdrückt, ne, unterbelichtet finde, sind die Studenten, also die Medizinstudenten, das heißt, die später mal irgendwie ein Arzt sind oder sonst was, vielleicht schwierige OPs durchführen und so weiter, wo man sagt, okay, die müssen ja irgendwie ein gewisses Level haben und die sich für solche Sachen hinreißen lassen. Also eigentlich müssten die genauso auf die Anklagebank wie er. Aber mal schauen, wir gehen mal weiter und gucken mal, was jetzt noch so kommt. Und noch einiges weitere. Mir auch immer. Jedenfalls, ich finde das ungerechtfertigt. Immerhin bin ich es, der unter psychischem Druck steht, der permanent verbal, körperlich und psychisch angegriffen wird. Ich wurde mit Messern, Schlagstöcken und was weiß ich alles verletzt, angegriffen und was weiß ich alles noch. Und trotzdem stehe ich vor Gericht, wo mich verteidige und was weiß ich alles. Und das auch noch als Schuldiger. Ich verstehe, dass das Gericht irgendwelche Verurteilungen machen muss. Natürlich, klar. Es ist gesetzlich, sie sind gesetzlich dazu verpflichtet. Aber ich finde das Urteil ungerecht. Also, was mich am meisten... Was ich jetzt nicht so ganz begreife, ist... wie gesagt, ich verfolge Drachenlord nur sporadisch. Ja, wenn er mal bei Herr Newstime oder so war. Hab mir auch einige Videos damals angeschaut. Klar, hab selber drauf reagiert. Nicht negativ, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ihn damals schon in Schutz genommen. Ich finde es irgendwo traurig, von der ganzen Situation, dass er jetzt vor Gericht landet, obwohl er ja eigentlich gemobbt ist. Also es ist ja eigentlich, wenn man es mal so nimmt, eine klassische Form von modernem Mobbing. Ja, er war in den Medien, klar. Die Leute haben letztlich es erwartet, dass es in irgendeiner Form eskaliert, ja, dass also gerade wo die alle zu seinem Dorf da gefahren sind und so weiter, da sind ja Scharen an Menschen hingefahren mit einer gewissen Absicht. Und dass er jetzt dafür eigentlich für sämtliche Fehlverhalten, die ja nicht auf ihn berufen, beruhen, sondern letztlich gesehen sind ja andere Menschen zu ihm gefahren. Also er ist ja nicht zu den Leuten gefahren, sondern sie sind zu ihm gefahren. Auch wenn er meinetwegen provoziert hat, ja, dann sollte man aber trotzdem in der Lage sein, zu sagen, okay, das ist ein, ne, oder was weiß ich, und dann hat sich das. Aber hinfahren, um eine Eskalation herbeizuführen, das finde ich, ist dann nicht mehr alleine sein Verschulden. Ja, er mag vielleicht Anstöße dafür gegeben haben, aber oder einen Anstoß dafür geleistet haben, dadurch, dass er seine Adresse damals geleakt hat und so weiter. Aber trotzdem, es ist ja nicht seine komplette Schuld, finde ich jedenfalls. Also deswegen ist es für mich wenig nachvollziehbar, dass er jetzt dafür 2 Jahre bekommen soll. Gut, ich weiß jetzt nicht, was alles vorgefallen ist. Das muss man fairerweise auch wiederum sagen. Oder muss ich jetzt sagen. Nur das, was man so gehört hat. Aber ich finde das schon, ich finde das Urteil so vom ersten Eindruck, wenn ich das höre, einfach ungerecht. Das ist so mein persönliches Feeling. Ich empfinde es ebenfalls als ungerecht. Die Aussage, dass ich wobei ich dazu sagen muss, die Wortwahl des Gerichtes und auch die Wortwahl der Staatsanwaltschaft, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich beleidigend. Es hat geheißen, ich sei ein Bewährungsversager. Dabei ist das überhaupt nicht wahr. Die Strafe von den, wie sagt man, die gemeinnützige Arbeit konnte ich nicht machen.
Also kann ich da nicht versagt haben. Ich hätte die gemacht, kein Thema. Aber ich habe ja nirgendwo jemanden gehabt, der mich da eingestellt hätte für die Ableistung dieser Zeit, für die Bewährung, also für die gemeinnützige Arbeit, die ich machen musste. Ich hatte ja 50 Sozialstunden und die konnte ich nicht ableisten, weil mich niemand eingestellt hat. Also kann ich in dem Punkt nicht versagt haben, weil ich bin ja nicht dafür verantwortlich gewesen. Ich wollte das machen, ich hätte das gemacht, ich würde das immer noch machen, aber ich kann nicht. So. Dann das andere war, dass es geheißen hat, mein Bewährungshelfer habe verschiedene Sachen angeregt, die ich nicht umgesetzt hätte, was nicht stimmt. Die Sache mit meinem Hausverkauf zum Beispiel wurde unter anderem auch durch meinen Bewährungshelfer angeregt, wobei ich das schon vorher vorhatte. Aber da wurde ja in die Richtung auch was verändert und ich habe das auch verändert. Aber, beziehungsweise ich bin da auch dabei, das zu verändern. Aber es das heißt jetzt auch da, im Prinzip ist es so, dass ich aufgrund des Ganzen jetzt und auch auf der Grund der Bewährung und was weiß ich alles, mein gesamtes Leben auf den Kopf stelle und komplett. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er sicherlich auch Sachen schleifen lässt. Also so vom Typus her würde ich ihn von dem, was man gesehen hat in einigen Videos, würde ich schon denken, dass er jetzt nicht so hundertprozentig dahinterher war. Ja, also vielleicht sogar auch vorhatte, mal sein Haus zu verkaufen, gedanklich, aber es nicht umgesetzt hätte. Dass da der Bewährungshelfer ihm, ich sag mal, den richtigen Weg aufgezeigt hat oder ihm vielleicht sogar auch behilflich da war, das kann ich mir schon gut vorstellen. Also klar, er wird sich natürlich jetzt auch irgendwo positiv hinstellen. Ja, würde jeder machen, ist logisch. Wer redet schon selber schlecht über sich selber? Er versucht natürlich auch eine gewisse Grundmeinung aufzubauen, denke ich mal. Und das ist auch legitim. Also warum sollte er jetzt nicht irgendwo seine vorhandene Reichweite auch positiv für sich nutzen? Also das finde ich schon. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er so ein kleiner Schlumpfi ist, ne, der auch manchmal was schleifen lässt. Macht ja jeder von uns. Meiner Person selbst mit einbezogen. Aber das sehe ich jetzt nicht. Aber das ist auch nicht ganz so wichtig, denke ich. Also diese Selbstdarstellung. Aber ich denke schon, dass der Hausverkauf nicht gekommen wäre, wenn da jetzt auch irgendwo Druck von außen vorhanden gewesen wäre. Also das kann ich mir schon recht gut vorstellen. Führen werde, aber es hilft dir nichts. Was die Sache angeht mit dem weiteren Verlauf des Ganzen jetzt, ich habe jetzt 2 Jahre gekriegt, ich habe jetzt 2 Jahre bekommen, nicht auf Bewährung, sondern 2 Jahre Gefängnis Das finde ich hart. Das finde ich hart. und nicht auf Bewährung. Das heißt, ich habe gar keine Chance auf Bewährung. Und jetzt ist aber die Sache natürlich die, dass ich euch hier schon gesagt habe, wie ich reagieren werde, wenn ich verurteilt werden sollte fürs Gericht. Er ist, glaube ich, auch schon irgendwie vorbestraft, ne? Er hat irgendwie schon Bewährungsauflagen gehabt und so weiter. Weil normalerweise denke ich, ohne Bewährung, die er schon mal hatte, wäre es garantiert auf eine Bewährungsstrafe hinausgelaufen. Wobei ich mir natürlich auch vorstellen kann, dass wenn jetzt zum Beispiel dann Bürgermeister, was weiß ich, ne, die waren ja alle angepisst auf ihn, da irgendwo ihre Statements einreichen, dass die natürlich auch irgendwo berücksichtigt werden. Zumal natürlich auch die ganzen Nachbarn ja auch 4 Jahre mit, ja, drunter leiden mussten. Und das, denke ich, wird alles mit in Einfluss haben, wo man auch irgendwo vielleicht abwägt und nicht gerade zu seinem Gunsten dann abwägt, ne? Das wird jetzt alles seinen Gang gehen. Wir werden sehen, ob die Strafe im Nachhinein höher ist oder weniger hoch. Weil, wenn man sowas macht, kann es natürlich schnell sein, dass dann die Strafe auch höher ist als vorher. Deswegen werden wir sehen, wie es laufen wird. Ich werde auf jeden Fall alles dafür tun. Ich sehe nämlich nicht ein, mich einsperren zu lassen, weil ich mich verteidige. Was man auch dazu sagen sollte, abschließend noch, bevor ich jetzt gleich mein Anime weitergucke. Ich wollte eigentlich streamen, aber jetzt bin ich momentan eher auf mein Anime, wir werden jetzt gucken. Mich würde halt interessieren, wie irgendjemand anderes reagieren würde.
Es heißt jedes Mal so, dass ich falsch handle, dass ich falsch reagiere. Ich soll im Haus bleiben, ich soll nicht rausgehen. Wurde sogar in dem Bezug gesagt für den Typen, der über meinen Zaun geklettert ist. Der ist über meinen Zaun geklettert, ist in mein Privatleben, in meine Privatsphäre eingedrungen, hat mein Leben dementsprechend auf den Kopf gestellt und ja, ich soll dann drinnen bleiben und zuschauen, wie der auf meinem Grundstück rumläuft, vermutlich meine kompletten Sachen kaputt macht, vielleicht irgendwas klaut. Ja, die Polizei ist dann zwar rechtzeitig gekommen, aber das kann ich ja nicht ahnen. Ich kann ja nicht ahnen, wie schnell die Polizei da ist. Zumal in der Vergangenheit es oft schon vorgekommen ist. Was mich auch gestört. Also ich muss jetzt mal so sagen, ich habe ja nun selber schon Erfahrung, also ich war ja, wie gesagt, 12 Jahre nicht in Deutschland, aber letztes Jahr war eine Situation, wo ich auch Polizei brauchte, aber um mich selber abzusichern, damit ich nicht nachher irgendwo für einen Schaden, den ich gar nicht verursacht habe, also ja, so autotechnisch war das so, wo ich zu nahe an einen anderen Wagen ran war und den auch nicht berührt habe und so weiter, aber es war wirklich sehr knapp halt alles, also fehlte vielleicht noch ein Zentimeter. Und da hatte ich dann auch, weil Leute behauptet hatten, dass ich den Wagen geditcht hätte, die Polizei gerufen und ich musste auch über 2 Stunden damals warten. Über 2 Stunden in einer Großstadt wie Hamburg. Das fand ich auch krass, ja. Zumal da auch ja, sich das bisschen auch aufgestaut hatte, also wobei das noch nicht mal der Besitzer war, das waren andere Leute dort, Nachbarn irgendwie von ihm. Ja, und da habe ich, wie gesagt, damals auch die Polizei gerufen, 2 Stunden oder über 2 Stunden musste ich warten. Wie ich selber reagieren würde, wenn ich so einen Terror ausgesetzt wäre, boah. Er hat die Frage ja gestellt, ich habe ja vorhin ja schon mal gesagt. Also ich glaube, ich würde 100 Pro ja auch mein Recht durchsetzen. Und wenn da keiner ist, ja, und also klar, jetzt nicht auf der Straße, aber wenn das jetzt mein Grundstück ist, klar, Leute haben nichts auf dem Grundstück zu suchen. Und wenn sie dorthin gehen, ja, dann müssen sie irgendwie auch mit einer Gegenwehr eigentlich rechnen. Ich finde die schon irgendwie ja, ein bisschen komisch, dass die dann sogar noch, also Medizinstudenten sowieso, aber dann noch irgendwie zur Polizei rennen, Anzeige machen und so weiter, obwohl sie es ja provoziert haben. Das finde ich schon recht krass. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, also jetzt von meinem persönlichen Gefühl, ich würde garantiert auch nicht drinnen bleiben. Also kann ich mir nicht vorstellen. Aber vielleicht sitze ich dann irgendwann mal genauso wie er auf der Anklagebank. Das kann natürlich durchaus sein. Aber wie gesagt, ich denke schon, dass ich ähnlich reagieren würde. Muss ich ganz offen sagen. Und gut, ich würde jetzt niemanden irgendwie jetzt so hart an die Kandare nehmen, dass er im Krankenhaus aufwacht, aber ich würde ihn schon zurechtweisen. Da bin ich auch, ja, Manns genug und habe auch die, ne, die Hosen an. Deswegen, also kann ich das schon, seinen Gedankengang, den kann ich schon wirklich nachvollziehen. Und gerade wo die Polizei manchmal echt ein bisschen träge und ja, keine Ahnung, ne, lange braucht. Ja, also innerlich gesehen muss ich ganz ehrlich sagen, nachvollziehbar für mich. Also finde ich jetzt nicht irgendwie verwerflich. Gut, wird vielleicht vom Gericht anders gesehen, aber wo kein Kläger, auch kein Angeklagter, ne? Ja, gut, aber wir schauen mal weiter. Dass ich halt von der Polizei, also weil ich halt die Polizei beleidigt habe und alles. Und was mich auch gestört hat, ist, dass ich gesagt habe, Ja, gut, Polizei sollte man vielleicht nicht beleidigen, ne? Oder man soll sich sein Teil denken über die Leute, aber eben halt nicht beleidigen. Ja? Also ich habe nun selber meine Erfahrung auch positiv. Also ich habe auch schon sehr positive Erfahrungen mit Polizei gesammelt.
Gerade jetzt, wo ich das sagte, mit, wo ich da 2 Stunden warten musste, ja, die sind ja gekommen und ich muss ganz ehrlich sagen, sie haben super nett die Situation gehandelt, mir geholfen, nur eben halt die Wartezeit, ne? Das war eben halt verschenkte Zeit, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber ansonsten war es okay. Ich habe aber auch schon andere Erfahrungen gemacht mit Polizei, gerade hier bei uns vor Ort, wo ich sage, wo ich das nachher auch mit Kollegen durchgesprochen habe und die gesagt haben, Mensch, vergiss es, lass es, ja, zahl deine Strafe, die sie dir aufgebrummt haben. Also ich habe soll angeblich eine Vorfahrt missachtet haben, also weil ich nicht gestoppt habe, angeblich. Wobei ich sage, und das könnte ich auch letztlich gesehen für mich persönlich halt nachweisen, dass es nicht so war, weil man muss wissen, die Polizeiwache ist hier, ja, ich bin hier gefahren und das geht hier so um einen Bogen herum, ja, nee, das sieht man jetzt nicht, um so einen Bogen herum, ja, müsste ich aufzeichnen. Ja, jedenfalls, also geht es um einen Bogen herum und da ist dann die Straße. Das heißt, sie sind mir entgegengekommen, die mussten also wenden, sind dann hinter mir hergefahren und haben mich ja jetzt nicht gleich nach diesem Vergehen angehalten, sondern ungefähr 1,5 Kilometer später. Und hätten die mich sofort anhalten können, hätten sie es auch sofort gemacht. Nein, sie waren nicht hinter mir, das heißt, sie hätten es gar nicht im Sichtwinkel. Und sie haben dann auch einfach, sage ich jetzt mal so, nach ja, kontrolliert, ob Ladung, ne, das war mit dem Transporter, dass der richtig war, oder ja, es war aber alles gesichert, da konnten sie nichts machen. Sie hatten bei Lingling, als sie die Tür verließ, hatten sie so Hand zur Pistole und sie ist eine kleine Chinesin, ja. Und, also von daher auch, ne, voll überreagiert. Und die haben danach auch versucht, irgendwo was zu finden, ja. Dann ging bei denen irgendwie im Wagen, sie hatten natürlich keine Kamera laufen, also in China ist es, kann die Polizei nur was machen, wenn sie eine Aufnahme haben, also entweder von der Straßenkamera oder vom Dienstwagen von der Kamera, aber ohne Kamera nichts machbar. Und die haben auch einfach eine Behauptung, ne, die, gemacht und haben das nachher ja auch in ihrer Anzeige gegen mich dann auch beide entsprechend so dargestellt und alle haben gesagt, Mensch, vergiss es, zahl die 25 gegen 2 Polizisten, auch wenn die Falschaussage machen, hast du keine Chance. Ja. Und die haben wirklich gesucht, die wollten einfach mir einen reinwürgen, vielleicht wegen, keine Ahnung, der langen Haare oder... Ich weiß es nicht, aber ich kann es verstehen. Ja, egal, lange Rede, kurzer Sinn, aber man sollte zumindest Polizisten nicht beleidigen, habe ich damals auch nicht gemacht, obwohl ich es wirklich in dem Augenblick, wie die mich behandelt haben, als ob ich ein Schwerverbrecher wäre, ja, hätte ich denen auch gerne meine Meinung gesagt. Aber ich habe es mir einfach verkniffen. Ja. Und ich denke, das ist auch das Beste. Ja, aber mal schauen. Was mich vor allem gestört hat, war, dass gesagt wurde, dass der Herr Peter und so weiter, ich weiß, dass der Herr Peter seinen Job vielleicht richtig macht, ja, vielleicht sage ich deswegen, weil ich es nicht wissen kann. Ich gehe davon aus, dass er seinen Job richtig macht, wenn es um andere Punkte geht, aber nicht, wenn es um die Punkte bei mir zu Hause geht. Das ist in der Vergangenheit öfter vorgekommen und auch vor kurzem erst, wo ich mit Pfefferspray angegriffen wurde. Ich wurde dieses Jahr erst von Pfefferspray angegriffen, ja, und das Witzige ist, ich wurde verurteilt wegen Pfefferspray. Und die gleiche Schicht, wo ich gesagt habe, dass halt nichts unternimmt, hat auch da nichts unternommen. Ich habe 3 Stunden auf die Polizei gewartet, 2 Stunden lang oder 2,5 Stunden lang waren die Hater hier vor Ort, haben mich 2-mal mit Pfefferspray angegriffen, haben hier rumgeschrien, haben hier rumterz gemacht und ich weiß nicht was noch alles. Und die Beamten sind nicht gekommen. Und ich stehe jetzt am Ende dann hier und weiß nicht, was ich davon halten soll. Es ist... Ich denke mal, die Polizei wird bei ihm, also gerade dort, sehr viel zu tun gehabt haben. Also jetzt, ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt gerade seine Nachbarn dick die Party feiern, weil er jetzt wegzieht, irgendwie Anfang des Jahres. Und ja, ich kann
ja, man muss immer beide Seiten sehen. Ja? Ich kann mir schon vorstellen, dass die Polizei teilweise auch angenervt ist oder dass der ganze Ort angenervt ist. Und wenn dann so eine Grundeinstellung vorhanden ist, dann ist es einfach nachteilig für ihn. Auch wenn er vielleicht in Anführungsstrichen gar nicht so viel Schuld dabei dazugetragen hat. Aber die Problematik ist eben halt, er war das Öl im Feuer. Ne? Und dadurch, dass eben halt das Fehlverhalten von den Hatern einfach so vorhanden war oder ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwo eine Situation im Laufe der Zeit sich aufgebaut hat, wo er einfach zum Buhmann wurde, ja, und man gar nicht so gesehen hat, dass dieses Mobbing, also dieses starke Mobbing, also extrem starke Mobbing, und ich glaube, keiner von uns kann nachvollziehen, unter welchen oder wie stark oder sowas ein Leben beeinflusst. Also wenn ich jetzt mir vorstellen würde, es wären hier ständig irgendwie Leute vor der Tür, ich müsste mich ständig gegenüber meinen Nachbarn rechtfertigen, ja, und das über Jahre, ständig irgendwelchen Stress, dass Sachen in den Garten reinfliegen oder sonst was. Also das muss schon eine sehr, sehr harte Belastung sein, zumal eben halt dann auch noch die Übergriffe sind. Ne? Also das heißt also, wo er jetzt im Prinzip angegriffen wurde. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass er auch wiederum diese Einstellung hat, dass er dann sagt, okay, für mich nicht nachvollziehbar. Ich habe ja eigentlich das Gleiche gemacht. Die Problematik, wenn man die anderen nicht bekommen hat, was ich allerdings jetzt nur vermute, dann ist es einfach ein Problem, dass wo kein Kläger ist, auch kein Angeklagter. Ne? Das ist immer so diese Problematik. Und wenn jetzt gerade so Leute, die ihn eigentlich provozieren, dann auch noch zur Polizei rennen, was für mich also wirklich das Allerletzte, also ich weiß gar nicht, was das für Leute sind, die dort hingehen, haten und dann noch so wie ein kleines Baby oder wie ein Mädel zur Polizei laufen, keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen, also das sind echt Luschen, aber das muss jeder für sich selber immer entscheiden. Okay, mal gucken. Es ist sehr frustrierend, wenn man nicht weiß, wie man sich verteidigen soll. Wie soll ich mich wehren gegen sowas? Ich darf nicht zuschlagen, ich darf nichts sagen, ich darf mich nicht mal aufregen, wenn die Menschen, die für Straftaten zuständig sind, nichts unternehmen. Was genau soll ich machen? Ich weiß, dass die Polizei Neustadt extrem angepisst ist und dass die extrem viel zu tun haben und dass die nicht nur für mich da sind. Ich habe niemals, im Leben habe ich nicht behauptet, dass die, ich habe im Leben nicht behauptet, dass die, wie sagt man, warte, gleich habe ich's. Ich habe im Leben nicht behauptet, dass die meine Privatsecurity sind. Habe ich nie behauptet, wäre mir auch nie eingefallen, abgesehen davon. Aber es ist so, dass das, was passiert ist, ist scheiße. Klar. Aber der Zusammenhang mit dem Ganzen, ich habe halt keine Möglichkeit, mich anders zu wehren. Wobei ich dazu sagen muss, seit ich das Haus... Also ich muss ganz ehrlich sagen, also wie gesagt, also ich glaube, es ist für uns alle wahnsinnig schwierig, diese Situation nachzuvollziehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass gerade wenn man, ich sag mal, auch gut gebaut ist, dass man dann auch sagt, okay, ich handle das ja bei mir selber. Ich weiß nicht, es ist eine verdammt schwierige Situation. Wenn man natürlich es vom Gesetz her ausgeht, klar, steht fest, aber wie würde man wirklich selber handeln in dieser Situation? Und ich kenne mich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne mich. Also ich wüsste ganz genau, ich wäre in einer ähnlichen Lage wie er, und das ist natürlich dann schon ein Problem. Aber gut, deswegen würde ich an seiner Stelle schon längst
das Haus verlassen. Gut, er hat ja jetzt auch einen guten Preis dafür bekommen. Ja. Ich hätte das Haus verkauft und ich wäre dann meinetwegen, ja, beispielsweise nach Madeira zu Unge marschiert. Jetzt nicht unbedingt zu Unge, aber auf die Insel dort. Oder wäre nach, keine Ahnung, Rumänien oder da, wo mich keiner kennt. Genau. Also das war ja letztlich gesehen, ich hatte ja auch, als ich gestreamt hatte in China, hatte ich ja auch teilweise die Probleme, dass da so Leute versucht haben, so in diese oder von der Hate-Szene da so hineinzukommen, konnte ich easy alles wegdrücken und so weiter, weil wer kommt schon nach China? Ne? So, Nummer eins. Nummer zwei ist, ich weiß gar nicht, gut, ich weiß jetzt nicht, wie, ob er jetzt auf jede Sache sich hat eingelassen hat. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ich hätte im Prinzip auf Sprüche und so weiter nicht reagiert. Gut, wenn man mich verarscht, hätte so wie es ihm geschehen ist, ne, dass Mädel ihm da die große Liebe vorgespielt hat und letztlich gesehen ihn nur hops nehmen wollte mit ein paar Leuten zusammen. Ja, da muss ich sagen, hätte ich drüber gelacht, fertig, ja. Aber wenn das jetzt so um den Bereich ging, jetzt, dass Leute in meine Privatsphäre, wozu ich eben halt eigenes, wenn ich ein eigenes Grundstück hätte, dies auch zählen würde, da würde ich dann schon ähnlich reagieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da stehe ich auch zu. Gut, kann ich auch, weil ich habe ja nichts gemacht. Ne? Aber letztlich gesehen, nee, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nachvollziehen. Also ich würde auch entsprechend reagieren und wenn jetzt einer an mein Auto gehen würde und würde das zerstören, klar, da schaust du nicht zu oder so. Ne? Also du schaust nicht zu. Das wäre ja dumm. Ne? Und wenn du nachher irgendwo siehst, dass du nachher Stress mit der Versicherung hast, etc., wegen Schäden, was andere angerichtet haben, ja, das zahlen die vielleicht einmal, zweimal, aber beim dritten Mal fliegst du eben halt auch aus der Versicherung raus. Ne? Das muss man ja auch so sehen. Und deswegen, also ich kann das schon, also vom Grundprinzip her seine Meinung sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Obwohl ich jetzt nicht also sage, man sollte es so machen, aber ich weiß, also ich, nein, also ich denke schon, wenn ich an einen gewissen Punkt angelange, doch, dann wäre ich, am Anfang würde ich noch ruhig sein, aber dann würde ich auch irgendwo so einen gewissen Knackpunkt haben, wo ich dann sage, nee, so nicht. Okay, schauen wir mal. Sehe ich dem Ganzen entspannter entgegen. Das habe ich auch vor Gericht gesagt. Weil die Leute, die jetzt momentan an mein Haus, die jetzt zu mir nach Hause kommen und mal im Tor rumreißen und Sachen aus Grundstück schmeißen, das geht mich alles letzten Endes nichts mehr an. Und ich kümmere mich da auch nicht mehr drum groß. Ich rufe die Polizei, wenn sie Scheiße bauen und zu sehr randalieren. Und das war's. Was ich jetzt vor Gericht gar keine Chance hatte, was mich geärgert hat, ist, mal vorzuzeigen, wie oft ich bei der Polizei anrufe. So. Weil ich habe mir alles extra ausgedruckt gehabt. Ja, meine. Ich habe vor ein paar Videos habe ich ja erzählt, wie viel Hater bei mir waren und so weiter. Und wie viel Hater in der Woche da sind, wie viel Hater im Jahr da sind. Und, oder im Monat. Und ich hatte diese ganze Liste dabei vor Gericht. Aber ich hatte gar keine Chance, die vorzutragen. Mein Anwalt hat ja auch gemeint, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht im Moment, aber ich finde halt eigentlich, dass es sicher angeschaut werden müssen, weil darin war oder wäre zu lesen gewesen, was da eigentlich letzten Endes los ist. Also wie viele Menschen da letzten Endes bei mir vor der Tür stehen, wie oft ich bei der Polizei anrufe, was für Arten von Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Körperverletzung und ich weiß noch nicht, was alles, allein dieses ganze Geschrei. Und was mich auch, und das möchte ich jetzt zum Abschluss noch sagen vom Video, was mich auch extrem triggert, war die Aussage von der Staatsanwaltschaft, dass sie von mir noch gar keine Videos gesehen hat. Das ist ja alles schön und gut, sie muss sich diese Sachen ja nicht anschauen. Aber ich muss dazu auch sagen, zu behaupten, dass meine ganzen Videos, mein ganzer Kanal provokant ist, das ist einfach falsch. Das ist einfach falsch, weil ich mache sehr viel Gaming. Ich mache sehr viele Gaming-Streams, wir machen sehr viele Laber-Streams und all diese Sachen sind nicht provokant.
Die einzigen Sachen, die dann provokant sind, sind die Sachen, die wieder provokant getriggert werden. Sprich, wenn ich Videos mache, wo sich dann die Hater hinstellen, aufregen und rumschreien und ich weiß gar nicht, was noch alles. Also ich denke schon, dass, also ich finde es irgendwo schon schade, dass eine Staatsanwältin sich da ja so ohne sich die Sache anschaut, eine Meinung bildet. Also im Prinzip ja jemanden verurteilt, ja, weil es ist ja, wenn sie gegen ihn arbeitet, ist es ja wie eine Verurteilung schon aus ihrer Sicht. Sie sucht ja gezielt Punkte, um ihn ins Gefängnis zu bringen. Und dass sie da noch nicht mal sich die Videos richtig anschaut, das finde ich irgendwo schon hart. Also gut, weiß ich nicht. Ich bin kein kenne mich da jetzt nicht aus, ob sie es muss oder so. Aber ich finde, um sich ein Bild von dieser Situation, gerade wenn es so eine extreme Situation ist, zu machen, müsste man sich eigentlich beide Seiten anschauen, um auch fair zu sein. Gut, das sollten müssen, ist eigentlich die Entscheidung der Richter, aber einfach so zu sagen, Mensch, du bist jetzt hier der absolute Böse, ja, weiß nicht, kommt irgendwie schief rüber. Also finde ich jetzt, zumindest hätte sie sich Videos anschauen müssen, um zu sehen, ist es wirklich so extrem, die Provokation? Oder sind es im Prinzip auch gewünscht oder extrem hochgepuschte Provokationen, die andere aus dem Material machen? Weil das ist ja auch ein Punkt. Es gibt ja sehr viele Videos von Hatern über ihn. Und da muss man ja auch so sehen, da wird ja auch zusammengeschnitten oder es gezielt so hingestellt, damit man ihn haten kann. Und das finde ich dann schon irgendwo, ja, ich finde es bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, das ist alles meine persönliche Meinung. Jeder kann eine andere Meinung haben. Aber das ist schon ein Punkt, wo ich sage, jupp, das ist, finde ich schon ein bisschen, ja, ich will nicht sagen traurig, aber ich kann in seine Reaktion daraufhin verstehen, dass er da nicht mitgeht und nicht damit einverstanden ist. Das kann ich nachvollziehen. Das ist dann nur die Situation, wo die Leute bei mir vor der Tür stehen. Das hat nichts damit zu tun, was provokant ist. Ich will auf die Art und Weise nur zeigen, was hier los ist, was hier abgeht, wie sich die Leute verhalten und wie im Gegenzug ich mich verhalte. Und ich will damit auch zeigen, was die Leute so alles machen. Also ich kann seinen Gedankengang schon recht gut nachvollziehen. Auch dass er sagt, dass er im Prinzip schon so eine Statistik führt und so weiter, finde ich A, erstmal krass, weil in so einer Situation möchte ich einfach nicht sein. Gut, ich glaube auch nicht, dass ich in so eine Situation hineinkäme, weil ich da dann auch wiederum zu wenig Angriffsflächen für Hater bieten würde. Zumal, ja, ich wäre dann auch ganz schnell woanders, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das wäre jetzt kein Problem für mich. Denke, das war vielleicht ein Fehler bei ihm, dass er nicht einen Ortswechsel gemacht hat. Und ja, und ich denke, wenn er ins Ausland gehen würde, hätte er ein leichteres Leben. Ja, er kann dann ja im Prinzip sein Ding weitermachen, sein Kanal und was weiß ich nicht alles, seine Streamings. Weil ich denke schon, dass er sich eine gewisse Fanbase auch aufgebaut hat und auch damit gutes Geld verdienen könnte. Und auch schon eine recht große Fanbase hat. Und deswegen wäre es eigentlich schade drum, wenn er was anderes machen würde. Zumal ich glaube gar nicht, dass er was anderes machen kann. So, also, ne? Gesehen. Also, dass er gar nicht so viele Chancen hat. Ich weiß nicht, ob er eine Ausbildung hat oder sonst was. Aber letztlich gesehen, von dem, was er jetzt macht und was man so sieht, was er im Durchschnitt scheinbar auch verdient damit, ist das ja nicht gerade wenig, ne? Also sollte zum Leben ausreichend sein. Und jetzt hat er das Haus noch verkauft. Das heißt also, er hat eigentlich genügend Geld, um einen Neustart zu machen.
Und vielleicht kann er ja auch einen Deal machen, dass er sagt, ich wandere aus und dafür keine 2 Jahre, sondern meinetwegen eine Bewährungsstrafe oder so. Vielleicht sollte er sowas mal ansprechen. Okay, so, das sind wir Ich bin mit dem fast. Urteil nicht einverstanden, definitiv nicht. Und ich habe ja schon gesagt, was ich machen werde, sollte so ein Urteil passieren. Ich habe schon damit gerechnet auch. Leute behaupten im Moment, dass ich halt, und jetzt beende ich das Video, Leute haben behauptet, dass ich einen Nervenzusammenbruch hatte. Stimmt nicht. Ich bin nur höllisch müde gewesen, weil ich eben zum Zeitpunkt des Urteils hatte ich, wann war das, um 18 Uhr ungefähr. Wartet mal. 18 Uhr. Jetzt muss ich kurz nachrechnen. 12 Uhr. 12 Uhr, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sind 7, sind 8, sind's. Hatte ich ungefähr 31 Stunden nicht geschlafen zum Zeitpunkt des Urteils. Boah. Ja, und geschlafen habe ich dann erst um 9 Uhr abends. Das heißt, ich hatte 36 Stunden. Nee, Quatsch, das hatte ich gar nicht hin. Ich hatte ja auf jeden Fall um die 30 Stunden oder irgendwas, die ich wach war. Also ich bin am Vortag um 11 aufgestanden und seitdem bin ich wach gewesen. Ich hatte mich zwar hingelegt gehabt, um 11 hatte ich mich hingelegt gehabt, nachts um 11 hatte ich mich hingelegt, aber ich konnte nicht schlafen. Weil mein normaler Zeitrhythmus, und das muss man auch dazu sagen, aufgrund der Hater kann ich ja nie schlafen gehen. Ich hatte am Montag versucht, schlafen zu gehen. Um 2 dann, weil ich halt normalerweise 3, 4 schlafen gehe, da wollte ich um 2, habe ich gedacht, ich gehe. Es ist schon irgendwie, wenn man das so mal überlegt, ne, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich überlege, ich könnte jetzt gar nicht schlafen, weil ich weiß, dass da draußen irgendwelche Leute rumlaufen und da Scheiße bauen. Das muss, und das über Jahre, boah, das muss so anstrengend sein. Also ich glaube auch nicht, dass er jetzt irgendwie, so wie er sagt, dass er jetzt irgendwo einen Zusammenbruch hatte wegen Urteil oder so. Ich glaube, er war schon gut vorbereitet von seinem Anwalt, dass es so kommen wird und wird das auch über die durch die verschiedenen Instanzen nachher klären. Und vielleicht wird er auch einen Deal machen können, dass er irgendwo sagt, okay, ich wandere aus und dafür eben halt spart ihr Kosten, ja, und ihr gibt mir eine Bewährung oder so. Ja, das wäre vielleicht der beste Deal, den er bekommen könnte und wäre auch das Beste für ihn persönlich, denke ich, wenn er einfach Deutschland verlassen würde. Ja, und aus einem anderen Land herausstreamt, er würde sein Publikum genauso erreichen. Und ich denke auch nicht, dass er, es ist bei ihm ja so ein gewisses Spiel. Also er ist ja eigentlich groß geworden durch die Hater, ja. Und ohne ihn haben die Hater ja auch nichts richtig zu haten. Sie müssten dann ja was Vergleichbares finden und was Vergleichbares, was so wie er drauf eingegangen ist, das tut, das ist, denke ich, schwierig. Also so einen zweiten Drachenlord kann ich mir nicht vorstellen. Also es gibt eigentlich nur einen Drachenlord. Und von daher, also ich würde wirklich auswandern. Das wäre das, was ich ihm persönlich sagen würde. Wander aus, mach von dort aus dein Ding. Und ja, und dann klappt das irgendwie, ne? Aber gut, jeder ist sein eigenes Glückes Schmied, aber muss er halt schauen. Also ich denke, für ihn wäre es wirklich das Beste, wenn er Deutschland verlassen würde. Damit ich mich ein bisschen an einen leichteren Zeitrhythmus gewöhne. Weil ich habe ja einen guten Schlafrhythmus, nur dass ich halt anders schlafen gehe als andere. Ich gehe um 4, 5, 6 schlafen und stehe um 10, 11, 12 auf. Manchmal auch schon um 9. Und das ist halt eine sehr nervige Angelegenheit. Na gut, ich danke euch jetzt erstmal fürs Zuschauen und wie gesagt, kein Nervenzusammenbruch. Ich wüsste auch gar nicht warum, weil ich habe genau mit dem Urteil gerechnet oder mit einem ähnlichen Urteil. Ich hatte schon gedacht, dass es irgendwas um die 2, 2,5 Jahre gehen würde. Ja,
Gut, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wie der Gang jetzt weitergeht, schauen wir mal. Und das ist so erst einmal das einzige Statement, was ich zu dem Ganzen abgebe. Alles andere schaut ihr euch bitte dann in Zukunft von mir aus irgendwo anders an und hört euch irgendwelche Lügen an, wenn ihr nicht mir glauben wollt. Weil wir wissen ja alle, das, was ich sage, ist eine Lüge. Und ja, diese Aussage ist vermutlich wieder als provokant einzustufen. Aber wie gesagt, mein ganzer Kanal ist überhaupt nicht provokant. Es gibt natürlich provokante Aussagen oder provokante Videos, definitiv. Aber letzten Endes ist es eine Tatsache, dass ich auch nur versuche, mein Leben zu leben. Egal, wie viele Steine mir in den Weg gelegt werden. Haut rein, euer Drache und tschüss. Tschö. Muss ich ganz ehrlich sagen, so zum Abschluss, also ich finde erstmal, dass er sich tierisch verändert hat, also sogar positiv. Gut, wir werden alle älter, das ist es einfach. Und auch ein Drachenlord wird älter. Aber grundsätzlich muss ich ganz ehrlich sagen, hat er einen sehr positiven Eindruck irgendwo hinterlassen. Also klar, er ist gefasst von der ganzen Sache, denke, dass er auch sehr gut von seinem Anwalt vorbereitet wurde in der Angelegenheit. Aber ja, also ich möchte nicht mit ihm tauschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich möchte nie in so eine Situation hineinkommen, wo er sich befindet, dass man so ein, ja, ich sag mal Cybermobbing oder real, das ist ja nicht nur Cybermobbing gewesen, sie sind ja direkt zu ihm schon fast kultmäßig hingefahren. Ja, das hatte ja schon fast so einen Kultstatus. Da haben sich ja auch Leute wie KuchenTV und so weiter von anstecken lassen. Das finde ich schon sehr hart, auch wenn Leute im Nachhinein natürlich bereuen ihre Aktion, aber sie haben alle irgendwo ja, mit zu der Gesamtsituation beigetragen. Auch wenn sie vielleicht heute anders reden, klar, jeder wird reifer, aber das Ganze hat durch die vielen kleinen Sachen sich eben halt zu einem großen Teil entwickelt. Und das ist, wo sich wirklich alle mit an die Nase fassen müssen, die dorthin gefahren sind, dass sie letztlich gesehen ja eine sogenannte Mitschuld haben. Ne?